Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Scourge Liga, mit einem, ja, ziemlich guten Bild. Ich bin wirklich sehr gerne jetzt hier auch einmal ringsum gelaufen, damit wir die Waypoint schon haben. Und ich habe noch ein bisschen gefarmt, was ich gefarmt habe. Seht ihr hier? Leider bin ich einmal gestorben. Die Scourge Events, also die Andersdimension, die ist einfach viel zu heftig. Es war, glaube ich, nur ein oder zwei Gegner, rare Gegner in Scourge, in der Scourge-Welt, und einer war schnell und der andere hatte eine andere Aura, so eine braune Aura. Und ja, ich habe Defiance-Banner gesetzt, ich habe mich immer gegengehalten, aber die haben so ultraschnell Schaden gemacht, deshalb, ja, ging es leider nicht anders. So. Hier habe ich den Boss auch noch nicht besiegt und der weitere Boss habe ich auch noch nicht besiegt. Also nur gefarmt. Und ja, ich werde das weiterhin so machen zwischen den Parts, dass ich einfach die Gebiete ein bisschen bereise. Und danach, halt dann einfach wieder schnell reisen kann. Weil manchmal dauert es einfach auch ein bisschen zu lange, bis man irgendwo hingereist ist. Und ja. Also so von der Story oder so, ja, ist halt wirklich sehr tiefes Niveau. Wenn ich jetzt alles würde erklären und so weiter, dann müsste ich extremst recherchieren. Da es ja auch extremst, komplex ist. Also jetzt genau weshalb da ein Gott und so angreift und so weiter, weiß niemand. Wird halt nicht erzählt. Also ja, natürlich ist es wegen Kitava, der Unersättliche. Der hat halt einfach nur eins im Kopf und das ist, böse zu sein, Krieg anzufangen, Leute zu verderben und auf seine Seite zu locken. Und sonst, es ist kaum Story vorhanden. Also von der Story her, ich würde noch ungefähr zwei Quests würde ich einschlafen. Leider ist es ja für mich natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil ich natürlich nicht gerade unbedingt so einer bin, der wirklich Stories auch wirklich mag. Ich bin jemand, der eher auf irgendwas schaut, wie zum Beispiel Spielfluss, Spielspaß und so. Und Story, ja, wird ja sowieso fast immer gespoilert. Also, da schaue ich gar nicht so drauf. Story ist halt wirklich für ein Kind oder so, ein Mädchen oder so, sicher sehr interessant. Auf einen 34-jährigen, ja, Spieler und Filmeliebender ist es natürlich nur noch lowe Kost, oder? Also, da werde ich nie mehr eigentlich überrascht sein, dass irgendwas mal super wird. Wir spielen ja jetzt momentan Skyrim, die Ring-Edition. Sehe ich das gerade, wie sie heißt? Einfach Special Edition mit. Ich muss kurz nachschauen. Ich kenne jetzt das Wort nicht. Ist das Englisch? Anniversary, genau, Anniversary, das ist so ein schweres Wort auf Deutsch. Also, ja, weißt, 10 Jahre, das ist das erste Anniversary. Also, die ersten 10 Jahre. Und, sie wurde eher schlechter gemacht als zum Beispiel die Special Edition oder die Originalversion. Also, am besten ist immer noch die Originalversion, weil es dort einfach am besten die besten Mods gibt. Und die Mods haben manchmal echt gute Story. Die machen sich extreme Mühe. Und mein Ziel ist es halt auch, so ein Path of Exile-ähnliches Spielfluss ins Keim zu machen. Das wäre so geil. Aber dafür brauche ich auch Unterstützung. Ich kann Maps bauen, ich kann vor allem Story zu machen, NPCs und so kann ich machen. Aber alles so mit Scripts und so kann ich leider noch nicht machen. Wer sich auskennt mit Scripts, kann gerne mal sich melden. Er muss nicht gut sein, aber er muss es einfach lernen können. Also er sollte auch ein bisschen vorwärts kommen.
einfach durch Nutzen, durch Ausprobieren oder einfach durch Lernen von anderen können die dann immer besser sein. So, diese blöden Bubbles, die machen heute ein bisschen Schaden, während wir noch ein bisschen im Inventar, im Skilltree oder so sind. Ja. Ja, heute habe ich wieder das erste Mal wieder länger gelivestreamt und es kam gut an. Wir haben halt nur Minecraft und der Wild West gespielt. Und ja, aber morgen, also schon bald, also ja, nein, ja, morgen mache ich noch Pregnum aufnehmen und so und Skyrim. Ja, so ungefähr um 1 Uhr oder vielleicht schon um 11 Uhr. Ja, mal gucken, wie es so läuft. Gut, jetzt habe ich gerade auch nichts mehr zu erzählen. Mir fällt jetzt gar nichts ein. Ja, ich werde schauen, dass ich halt einfach Zeit investieren kann ins Modden und dann kann ich dann euch wirklich zeigen, was eine Story ist. Ich habe natürlich eine riesen Story im Hintergrund, die viel epischer ist. Das Skyrim Story ist eher langweilig für mich. Also schon, ja, nicht einzigartig, aber schon hochwertig. Aber jetzt nichts etwas Besonderes. Ja, man, ja, überlebt etwas, so ihr wahrscheinlich kennt von Skyrim und mehr eigentlich auch nicht. Sucht sich ein paar Leute mit zu lautem Mundwerk auf und ja, das ist Skyrim. Sehe ich jetzt nicht so gut. Da ist der Bürgerkrieg und so viel schlimmer. Also viel geiler inszeniert. Und ja, das möchte ich natürlich alles mal verbessern möchten. Ja, möchte ich einfach verbessern. Und sonst vor allem einfach auf lebendige NPCs setzen und vielleicht auch irgendwie noch Städte oder so eine andere Dimension machen. Vielleicht ist so ein bisschen Path of Exile ähnlich wird. Und das Kampfsystem halt viel actionreicher machen. Genau, das würde eigentlich eines meiner ersten Ziele sein. Das Kampfsystem viel weniger mit Ausdauerverlust und Manaverlust zu machen, sondern eher mit, ja, mit wirklichem actiongeladenen Kampfsystem. Ja, das ist wieder die Frage. Ich muss eigentlich den nehmen. Wegen Mana Reservation. Ja. Okay. Ja, da haben wir schon gemacht, genau. So, dann haben wir Currency 5x. Fragile Wand. Was ist das? Fraktikil Wand. Aha. War zu schnell weg. Added Fire Damage with Wand ist natürlich eher das Ding, aber das nehmen wir, weil wir machen eventuell einen Stab Schuss, also Kinetic Blast Bild. Cluster SC E. Glaube, die 8. Nein, das ist Hammer. Ich weiß gar nicht, wo die Dinge sind. Hier? Hier. Okay, hier sind sie. Gut, und das hier brauchen wir eigentlich nicht. Ja, das ist doch ziemlich gut. 6% Attack Speed. Ziemlich hochwertig. Glaube ich. Also Bleed, ja, ist from Mana. Ist genau das, was ich eigentlich nicht haben will, aber wir haben genügend Mana. Nein, ich trinke. Auf die 1, genau. So. Also, was ich eigentlich will, ist ein Hack and Slay in einem Rollenspiel wie Skyrim einzufügen.
Irgendwann mal möchte ich vielleicht sogar Multiplayer alles machen. Aber da ist der Mod selber noch nicht ganz so weit. Ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist. Gehen wir doch zuerst Lunaris Tempel. Ich gehe sonst immer zuerst Solaris. Aber ich habe irgendwie Lust, zuerst Lunaris Tempel zu machen. Also Alyria, wie die heißt. Alva, nur Alva. Die machen wir nicht. Aber dafür Essenzen holen. So, und jetzt muss ich ja auch nicht mehr so schnell spielen. Erst wenn ich wieder ein bisschen tankier wurde. Also wir können jetzt mal kurz schauen. Kein inwendigen Monster. Der hat's. Ich habe einen, nur einen. Ja, ich habe nur einen tot. Und der war eben heute Morgen noch sehr verschlafen. Einfach mal getestet, wie viel mal stacken kann ich Corrupt, also Dinge, Scourge. Und bei 12 oder 15 war es, glaube ich, sogar schon, bin ich dann gestorben. Ja, ist zu viel. Aber einfach mal ausgetestet und ja, bei Tests kann man ja auch sterben. Ich bin ja sowieso nicht ein Hardcore-Spieler. Also wenn ich sterbe, ist es gar nicht so schlimm, aber ich versuche natürlich nie zu sterben. Also versuchen wenigstens. Ne, ich teste halt gerne. Ich will ausprobieren, wie tanky ich sein kann oder so. Aber so, was ich jetzt schon gefunden habe, kann man natürlich unmöglich so tanky sein. Ich finde einfach nichts Richtiges. So, da haben wir ihn besiegt. Ja, die Totems setzen ist noch ein bisschen langsam. Da möchte ich gleich noch ein bisschen Attack. Ja. Cast Speed natürlich holen. Ich weiß aber nicht wie. Jetzt zuerst mal auf den Attack Damage. Im nächsten Level ist es soweit. Ja. Spell Damage. Der 100 Mana. Und wir haben schon 1200. Da geht schon der Schaden natürlich noch hoch. Und schon wieder der Schaden, den ich hochskille, aber. Ja, was soll ich denn sonst noch? Kann ja gar nicht mehr viele Life Notes erreichen. Das ist das Problem. Wir gehen jetzt alles nur auf Energy Sheet. Wo habe ich sonst noch? Ja, ich. Es ist wahr, ich muss ja da noch die zwei entfernen, die zwei roten. Ja, das muss ich natürlich dann noch machen. Ja, die natürlich. Oh. Ice Crash heißt das, gell? Ich glaube, Ice Crash. Ich wollte schon Shatter Strike sagen, aber das ist natürlich Last Up Epoch. Mein allerliebstes Eckensley. Ja. Also ja, nein, mein allerliebster Second Slay ist eigentlich dann Stitch 2 immer noch. Ist zwar Singleplayer meistens, aber ohne Add-on ist es eigentlich ziemlich gut. Vor allem der Hotfix-Mod macht dann natürlich alles nochmals viel besser. Sobald ich wirklich auch ja, Zuschauer habe, werde ich das mal let's playen. Aber ich glaube, da hat OBSS Probleme damit, dass ich den Fenstermodus ran. Und Vollbildmodus nimmt es auch nicht auf. Muss ich mal dann irgendwann mal testen, aber eben zuerst brauche ich mal wirklich Zuschauer. Und das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, dass ich bekannter werde, schneller, ist durchs Modden. Oder vielleicht sogar Spielentwickeln später. Oder für über Minecraft selber, aber ich glaube da eher nicht momentan. Weil Minecraft ist wirklich sehr ja, überfressen worden. Also ja, die Spieler oder einfach Zuschauer sind gar nicht mehr so interessiert darüber. Ist einfach überfressen wegen Kräftedeck 9 und so.
Ja. Ist einfach nur die noch die großen Erfolg haben, die kleinen haben die Erfolg. Ist eigentlich das gleiche auch im Path of Exile, also nur noch die großen haben ein bisschen Zuschauer, nicht mehr als 20 oder 100, ja, bei den ganz großen. Und das ist schon arm. Letzte Season hat so 400, 500 Zuschauer gehabt bei den ganz großen Terrains und ja, ich kann die anderen gerade jetzt nicht auswendig sagen. Aber es gibt noch ein paar große. Nur haben die eben viel weniger Zuschauer. Ja, und deshalb, jo. Ich bin halt nicht einer, der unbedingt alles auf Zuschauer oder so. Ich bin eben einer, der eigentlich nur Spaß haben will. Und wenn jetzt wenig Zuschauer und wenig liken, dann bin ich trotzdem auch ein bisschen demotiviert. Und das heißt also, es könnte vielleicht dann irgendwann mal so sein, wenn jetzt nicht unbedingt, ja, ich mal ein bisschen Mühe macht oder so, dass ich dann einfach sage, ja, ich mache das Let's Play oder so nicht mehr weiter. Path of Exile ist es zwar nicht so, aber eventuell, ja, Regnum Farm. Naja. Ist halt wirklich ein schlechtes MMORPG für viele. Aber es macht halt einfach am meisten Spaß, weil es RVR ist. Wenn RVR in Ding wäre, in Perspexa, ich würde es lieben. Auch wenn ich immer auf die Schnauze bekommen würde. Ich würde es lieben. Ah, oh, wieso gibt's nicht so einen Atlas mit RVR? So zufällig im RVR. Da kommen einfach Leute und töten euch. Oder ihr tötet die Leute einfach. Das wäre so geil. Ja, aber eben, dann würden alle immer abhauen, den anderen. Wäre gar nicht so spaßig. Aber es gibt dieses Event, ich schau mal, wann das Event wieder ist, wo man einfach so immer wieder neu startet und dann am Schluss der einzige Überlebende ist. Keine Ahnung, wie das heißt überhaupt. Okay, da habe ich irgendwas. Oh, okay. Ja, ist ja nicht unbedingt. Ich weiß nicht, für unseren Beet vielleicht interessant. Heartbreaker heißt okay. Nein, es ist für Energy Sheets. Das war es für mich eigentlich noch nie so interessant. Weil wir haben hier blanke Schaden, also adds 2 to 75 Lightning Damage to Spells. Das ist das, was für mich wichtig ist. Und hat noch ein bisschen die Crit-Chance. Was ist das? 13%? 18%, aber 13% Crit Multiplier. Ja, und das ist natürlich schon sehr, sehr schwach. Also wir brauchen mehr Crit-Chance, weil wir ja Equilibrium dann mehr blocken. Ich will mal schauen, wo das Equilibrium-Zeichen überhaupt ist. Das ist Skitterbox. Steelskin. Ich weiß gar nicht, wo das Zeichen. Es gibt, glaube ich, gar kein Zeichen. Ja. Ich finde es nicht. Okay, schade. Ja, gut. Wo ist jetzt diese Lunaris? Ja, es ist ein. Ist nicht ein Schutz. So ein Bogenschützen hat einfach. Geschütze. Oder Essent, also so ein Geist. Wenn wir mal schauen, wie der heißt. Wenn wir da sind. Vor allem auf Englisch habe ich halt nie gespielt. Ich könnte eigentlich wieder auf Englisch, auf Deutsch stellen. Weil die meisten deutschen YouTubern haben auch auf Deutsch gestellt. Dummcloud, also glaube ich, der spielt auf Deutsch. Und noch einer irgendwie Pilz, das ist so etwas. Der hat aber nicht viele Aufrufe. Ich habe es natürlich nur auf Englisch wegen ja, Livestreams auf Twitch. Das Harbinger of Lunaris. Ein Harbinger, aber nicht ein richtiger Harbinger. Diese Harbinger-Liga.
Boah, der ist aber auch echt schnell down gewesen, ne? Ja, okay, schon ein bisschen länger natürlich. Die Bosse haben eigentlich in Akt 8 wirklich unglaublich viel Leben dazu bekommen. Also in Akt 7. In Akt 7, die Spinne, die ist immer sehr schnell down. Die war ja auch sehr schnell down. In vor ein paar Parts, vor einem Part, vor zwei Parts. Ja, war sehr schnell down. Ja, schlecht, 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 schlecht. Schlecht. Watch yourself. Na gut. Eben der Loot ist jetzt nicht immer so revertible in der Kampagne. In den Maps, ja, gibt es halt manchmal eben influenzende Items von den Crusadern, Verzauberte und dann Shaper Items, die wirklich sehr gut sind. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ja, der Weg geht schon hier in die zweite Etage. Und eben diese Sachen tue ich eigentlich jetzt nicht unbedingt so lohnenswert machen. Also man bekommt halt meistens einen blauen Cluster oder gar keinen Cluster-Juwel. Also diese Delirium heißen sie, sind nicht so nützlich. Okay, nochmal ein Abyss. Die heißen Abyss, oder? Doch, das ist ein Abyss. Okay. Und nochmals ein Delirium. Ich werde mich noch kurz ein bisschen informieren und auf Deutsch stehen. Aber ich habe, glaube ich, ja, wir machen einen längeren Part, komm. Wir machen bei Path of Exile jetzt längere Parts. Eben die, die zuschauen wollen und so, die können dann einfach mehr länger zuschauen. Aber es wird meistens halt nicht so lange geschaut. Ihr könnt gerne erzählen, wieso ihr nicht so lange schaut, meine Videos. Einfach trauen bitte. Es trauen sich immer nicht so viele Leute, etwas zu sagen, etwas Feedback zu geben. Keine Ahnung, auch in den Livestreams meistens eher so, ja, dumme Fragen oder so, aber kein Feedback. Also, wie zum Beispiel, jo, wie geht's dir und so Sachen? Das ist ja zwar nicht dumm, aber ich meine einfach, ich brauche halt so Feedback und so. Also, Fragen über, wieso hast du jetzt das nicht angestellt, geh mal ein bisschen weiter weg vom Mikrofon oder so. Das habe ich heute gemacht, weil ich sehr müde war. Dann, jo. Sagen sie nicht so, wie geh bitte ein bisschen weg vom Mikrofon, sondern sie sagen, hey, stell dich weiter weg. Hin. Das ist für mich nicht eine Anforderung oder so. Das ist einfach so, so eine Art, ja, ich nehme dich nicht ernst, lieber Livestreamer. Das ist halt wirklich... Ich weiß nicht, wieso, ja... Leute, die noch nicht viele Subscriber haben und Follower haben, so verpönt sind. So, ja, gar nicht nett angegangen werden. Ist völlig irgendwas, was wirklich die Menschen extremst kindisch machen. So dieser, ja, das ist ja einer, den ich gar nicht zuschauen muss, der hat ja ganz wenig Zuschauer. Ja, wenn du ein bisschen, ja, länger schauen würdest, liken würdest und, ja, Kommentar schreiben würdest, dann würde dir auch viel geholfen werden. Aber die meisten wollen diese Hilfe gar nicht anbieten. Ich jedes Video, was ich schaue, ich kommentiere es, ich like es, ich schaue es ganz. Aber er macht das schon noch. Keiner mehr. Also eben, ich bin ja einer, der wirklich auch nicht gerade so angibt oder Werbung macht und so. Aber
ich helfe den Leuten. Für mich ist es wichtig, dass die Leute auch belohnt werden. Da sind ein paar sehr gute Sachen dabei. Das ist ja mal mega geil. Also vor allem da dieser Hypnotikjubel ist ziemlich geil. Okay, machen wir doch nochmal. Wir machen jetzt zuerst mal noch kurz den Bosskampf. Oder ich mache jetzt einen neuen Part. Ne, wir machen noch ein bisschen weiter. Also dieses ghastly Juwel. Hypnotik-Juwel, okay. Das ist ja mal mega geil. Also, das machen wir noch nicht. Das Ding haben wir genommen. Du, ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich das jetzt genommen habe oder nicht. Das Rezept. Ja, gut. Oh, wenn ich das jetzt verpasst hätte. Ja, man kann es nachschlagen. Okay, sehr gut. Jetzt gehe ich aber kurz raus und mache auf Deutsch. Weil manche Sachen möchte ich einfach wissen, was sie auf Deutsch heißen. So. Jap, jap. So. Was haben wir für Level 62 schon? 68 schon? Boah. Wie schnell das geht. Ist Stufe 60. Ah, 84, ja, dann schon. Ich meine, Ex ist dann natürlich auch schon da. Ich meine eben, ich habe ja auch kein Ding. Oh, die werden gebufft. Wenn einer tot ist oder Schaden bekommt, bekommen die anderen mehr Leben und, glaube ich, auch Schaden. Also die unterstützen sich sozusagen dazu. Bin ich jetzt echt hier daneben? Ja. Ich muss rund... Ah, ich muss gar nicht hier durch. Ja. Stimmt, es sieht so auf der Map aus. Bin halt nicht immer am Spielen. Ich kenne manchmal die Wege nicht immer so direkt auswendig. Wir müssen einfach hier runter. Ja, es waren halt einfach Gegner, aber ich wollte unbedingt den Gegner zuerst nach. Ich bin eigentlich einer, der gerne die Gegner noch ein bisschen folgt oder so. Wenn sie halt überall schon kommen. Einfach noch ein bisschen folgt. Aber eigentlich bin ich ja eigentlich gerne am Speedrun. Durch die Kampagne. Ich habe irgendwie Lust bekommen, weil der Bild, der geht alles so schnell. Man verliert eigentlich fast keine Zeit. Oder also ist, hier habe ich jetzt ein paar Mal hin und her. Also die Drop-Chancen sind halt eben noch ein bisschen zu gering. Kann man halt nichts machen. Ja. Und dann bin ich eigentlich eher so derjenige, der einfach nicht gerade so extrem hastet. Also, ich tue nicht extrem Speedrun und ich tue auch nicht extrem langsam spielen, sondern eher so einfach auch ein bisschen die Gegner folgen, aber sonst eigentlich immer direkt zum Ausgang gehen. Wenn ich weiß, wohin. Also da, der Solaris-Tempel, der war ein bisschen schwieriger zum Weg finden. Aber war auch ziemlich leicht. Okay. Muss ja die nicht kennen.
So, die Solaris, die kann einen töten mit so einer Netzangriff-Attacke. Also wir gehen eher auf sie. Ja, die. Ja, genau, ich lauf noch rein. Mann, ich konnte nicht mehr stoppen. Ja, die ist tot. Wie viel Schaden wir plötzlich gemacht haben. Meine Güte, ist das geil. Ja, wenn das Equilibrium prockt, wenn die Non-Crits lucky sind und ja, dann ist es natürlich schon extrem stark. Also ich würde gerne Schaden über Zeit eigentlich noch nehmen. Ja, ich finde das Sehen von Solaris, weil wir so schnell killen, eigentlich doch besser. Weil Physical Dinge ist noch nicht gut. Was wir brauchen, ist dieses Armor, diese Armor Aura. So, das ist eines der Lieblingslevel-Fehler. Für mich ist es ein etwas langweiligeres. Das Blutviadukt. Wegen Humanity Ding, aber ich habe ja eine Tabula Rasa eigentlich relativ schnell von der Rede bekommen. Und also, ja. Eben, man kann es nehmen. Egal, ob man es jetzt wirklich nicht braucht oder nicht und so. Es ist wirklich eine sehr offene Gilde. Und ich habe es ja dann eigentlich direkt nachher auch gefunden. Ich habe doch ein Prophecy. Ich weiß sie gar nicht mehr. Ich hatte einfach eins der ersten Parts. Oder nein, der Livestreams, genau. Von den Twitch-Livestream-Aufzeichnungen. Ich würde es sicher finden. Genau. Ja, und gut, wir wollen eigentlich jetzt ja mal den Part beenden und dann die Heist machen, weil die kann man nicht aus dem Inventar entfernen. Also wir können sie hier hinlegen, aber zum Beispiel in der Stadt oder so nicht verkaufen, nicht auf den Boden werfen. Ja. Also eben die zwei Wege. Muss ich noch machen? So. Ah, das haben wir gar noch nicht, oder? Ah, wir haben es gar noch nicht genommen. Okay, das müssen wir auch noch machen. Nehmen. Aber eben, wir sind genug stark. Wir müssen jetzt nicht unbedingt schon diese Not nehmen. Es wird halt auch nicht ganz so stark sein. Was wirklich sehr wichtig ist, die schon zu nehmen. Aber ein bisschen mehr Damage ist natürlich schon cool. Dann gegen Kitava dann und so. So wird es sehr viel Schaden machen. Ja, Kitava kommt nochmal. Akt 5 und Akt 10 gibt es den Kitava. Und dann auch nochmals in einer der Map. In zwei Maps sogar. Die Akt 5 Variante und dann später die Akt 10 Variante. Okay, hier gibt es gar keinen Tisch. Ich wollte unbedingt den Tisch eigentlich noch haben. Ja. Heißt. Ding Tisch. Wo heißt es? Garten drin sind. Aber manchmal droppen diese abhängigen Essenzen ohne, dass es in die Kiste kommt. Das ist wahrscheinlich ein Drittel oder ein Viertel Chance, dass so ein Tisch auch noch dabei ist. Ja. Okay, dann wären wir soweit. Wir sind in Akt 9 angekommen. Der wird schnell vorüber sein. Er ist zwar groß, aber ja, die Quests sind vor allem schnell durch. Deshalb, ja, sind wir dann gleich auch bei den Maps. Ich denke noch so 2-3 Parts. Ich sage 3 oder 4 Parts eher. Ja, sind noch vonnöten. Gut, dann ja, tschüss, gute Nacht. Ja, vielleicht guten Vormittag, Nachmittag oder so. Oder schönen Abend und ja, ich freue mich riesig, dass wir hier noch weitermachen können, noch lange. Vielleicht auch das Spiel wirklich fertig machen mit diesem Bild. Ist sicher gut erreichbar. Tschüss.